Die russische Armee hat die Westukraine mit Marschflugkörpern beschossen. Dabei wurden in der Stadt Lutsk mindestens 3 Menschen getötet, so der Gouverneur der Region. Auch die Stadt Lviv und ihr Umland wurden getroffen. In der Stadt sei ein Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. 4 Menschen seien verletzt worden. Ein Geschoss sei neben einem Kindergarten eingeschlagen, so der Bürgermeister von Lviv. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat nördlich der russisch besetzten Stadt Bachmut im Gebiet Donetsk Positionen mehrerer Einheiten seiner Armee besucht. Am Montag hatten die Truppen kleine Erfolge an der Front im Osten und Süden gemeldet. An der nordöstlichen Frontlinie in Ortschaften nahe der Stadt Kupjansk haben Teams des ukrainischen Roten Kreuzes weitere Zivilisten evakuiert. Russland hat seine Offensive in diesem Gebiet verstärkt. Den BewohnerInnen sei die Entscheidung schwer gefallen, sagen sie, aber der stetige Beschuss sei unerträglich geworden.